Barsche sind zackige Wesen. Sie haben hier die Rückenflosse, richtig kräftige Dorn und sie haben auch so kleine Dorn hier, das sieht man ganz gut, an den Kiemendeckeln. Und diese Dorn sind mit einem nicht großen gefährlichen Gift, aber sie sind mit ein bisschen Gift versehen. Und wenn man da gepiekst wird, zum Beispiel beim Flittieren, was relativ häufig dann passiert, dann kann das ein paar Tage dann richtig unangenehm wehtun. Das ist so ein stumpfer, dumpfer Schmerz. Aber der Fisch hat sozusagen seine eigene Heilquelle gleich dabei. Sehr praktisch. Man reibt mit der Stelle, wenn ich mich also hier im Finger jetzt gestochen habe, dann kann ich hier auf dem Augenschleim reiben. Und das ist sozusagen das natürliche Gegengift gegen dieses Gift. Und dann geht das nach ein paar Minuten, ist das weg und man hat keine bleibenden Schmerzen. Ganz trickreich, ne? Das muss man nur wissen.